So, jetzt bin ich wieder zurück von meiner Genussreise mit der Nathalie durchs Salzburger Land und ich schaue jetzt einmal, was ich alles feine Sachen in meinem Korb mitbekommen habe. Die erste Station war jetzt beim Fürstenhof, beim Niki in Kuchl draußen und da haben wir einen Juchitzer mitbekommen. Das ist ein Bio-Senn-Käse von seiner Sennerei. Die nächste Station hat uns dann in den Pinzgau geführt, und zwar nach Eschenau. Da haben wir die Firma Tauernlamm besucht und der Matthias hat uns dort seine Produktion gezeigt und wir haben die Schaferl auf der Weide getroffen und der Matthias hat uns einen Lammschlögel mitgebracht, den uns der Hans dann verkochen wird. Dann ging es wieder zurück in den Pongau, und zwar in die Wildmetzgerei Schafetter Rettensteiner. Da hat uns der Robert gezeigt, wie er einen Rehrücken ausgelöst hat. Und ein frisches Teil hat er uns mitgegeben vom Pongauer Wild. Ein kleiner Besuch war dann auch noch dabei vom Obmann der Genussregion Pongauer Wild. Das war der Eduard Winkler. Der hat uns noch ein bisschen erzählt, wie das so abläuft. Und dann sind wir wieder in den Pinzgau gefahren, und zwar hinauf auf den Berg zur Grünigalm nach Dernten. Und da hat uns der Heini seine neue Schnapsbrennerei gezeigt und uns erklärt, wie der Schnaps gemacht wird. Und er hat uns einen Grünig-Schnaps mitgegeben, den Hiking Gin, den unsere Gäste schon kennen. Und neu gibt es jetzt den Hiking Gin mit Heidelbeeren und den werde ich jetzt verkosten und auf unseren gelungenen Tag trinken. Zum Wohl!